Hallo zusammen und willkommen zurück bei Whisky Space. Heute mal wieder in Japan. Und zwar bei der ältesten Destille Japans. Und zwar handelt es sich um Yamazaki. Dafür habe ich mir hier einen Special Topfen rausgesucht. Und zwar den Yamazaki 12 Jahre alt. Jahre alt. Ein echter Klassiker, mittlerweile preislich. Brutal in die Höhe geschossen. Allgemein die japanischen Whiskys sehr, sehr teuer. Aber auf jeden Fall ist Yamazaki die bekannteste Destille und auch ja, die älteste und auch die erste Destille. Klar, logisch. Erste, älteste. Wurde gegründet 1923 von dem Shinshiro Tori. Liegt in Shimamoto in der Präfektur Osaka, also zwischen Kyoto und Osaka auf der Insel Honshu. Das hat der Shinshiro ausgesucht, weil da das beste Wasser geben soll, qualitativ. Und das ist ja mit am wichtigsten für die Whisky-Produktion. Und damit der Whisky natürlich besonders klasse wird, hat er dann auch den Masataka Taketsuru eingestellt, den wir ja kennen von Nika. Der hat quasi am Anfang die ganze Produktion übernommen, weil der ja auch damals extra nach Schottland gereist ist und kannte sich am besten mit Whisky aus, und deswegen hat der Shinshiro Tori den dann da eingestellt. Was vielleicht auch noch ganz entscheidend ist, dass Yamazaki eigentlich immer gleichzusetzen ist mit Suntory, weil der Shinshiro, der hat am Anfang, hat er glaube ich mit Wein gehandelt, hat aus Frankreich importiert, soweit ich weiß, hat dann die Yamazaki Distillerie gegründet. Und dann eben auch ungefähr zeitgleich dann auch Suntory. Und Suntory ist ja mittlerweile Beam Suntory, der fünftgrößte Spirituosenhersteller der Welt. Auf jeden Fall nochmal zurückzukommen auf den Masataka. Der war auf jeden Fall am Anfang bei Yamazaki und hat dann auch quasi mit den ersten Whisky dort entworfen. Nach einigen Jahren haben die sich dann aber zerstritten, der Masataka Taketsuru und Shinshiro Tori, und er ist dann gegangen und hat dann Nika gegründet, ja, also der zweitgrößte Whiskyhersteller von Japan. Was gibt's sonst noch zu sagen? Yamazaki, ja, der hat ja auch einige Preise gewonnen damals, als ich damals so zum Whisky kam, da habe ich irgendwie so mitbekommen, oh, Yamazaki, japanische Whiskys, ganz, ganz toll. Und da war ich, glaube der Yamazaki 18 war das damals, der, glaube ich, zum weltbesten Whisky gewählt wurde oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kommen wir mal zu diesem Kollegen. Ich habe den noch für unter 100 Euro bekommen. Für heutige Zeit ist es günstig, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, aber billiger wird es glaube ich nicht mehr. Die normalen Preise belaufen sich bei dem Yamazaki 12 mittlerweile zwischen 120 und 200 Euro, also für einen 12-Jährigen absolut brutal, und die anderen, ich glaube der 18er oder so, die kosten dann schon 400, 500 Euro oder was, also das ist schon abartig. Auf jeden Fall der Yamazaki 12, der ist gefärbt, leider gefärbt, hat 43 Volumenprozent, gereift in amerikanischen Eichenfässern, französischen Eichenfässern und japanischen Eichenfässern. Also ich gehe da mal davon aus, dass es Ex-Bourbon ist und auch Ex-Sherry ist und die japanischen Eichenfässer aus Mitsunara-Eiche sind. 12 Jährchen alt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da habe ich mir nämlich extra die Wintermonate vorgenommen, dass ich den mal bringe im Video. So einen edlen Tropfen. Ich hoffe, er ist auch wirklich so edel. So sieht auf jeden Fall die Flasche aus. Ja, ein bisschen so klassisch, ne? So ein bisschen wie so Sake-Flaschen. The oldest distillery in Japan, Yamazaki Distillery from The House of Suntory Whisky. Gut, dann machen wir den mal auf. Nee, aber ich habe den irgendwann mal im Angebot gesehen. Da war er doch, noch so für knapp 80 Euro zu bekommen. Und das ist wirklich für die heutige Zeit günstig. Für den 12-Jährigen allgemein natürlich nicht. Aber wenn man jetzt sieht, was die kosten momentan die Japaner und der Yamazaki. Also da habe ich mir gedacht, da schlage ich jetzt einfach mal zu.
weil viele ja dann doch davon geschwärmt haben und ich mag ja allgemein japanischen Whisky sehr, sehr gerne. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Schraubverschluss, das ist so typisch japanisch, machen wir auf. Ja, sehr gute Quality. Und dann schenken wir ein. Gut, sieht man das? Ja, passt. Ja, wie gesagt, Farbe, was ich gelesen habe, gefärbt, also dann irrelevant. Schauen wir mal, ich bin echt gespannt. Also mein bis jetzt bester Japaner, das war, ich glaube, der Hibiki. Der war auch von Suntory. Aber ein Blend, das hier ist ein Single Malt. Das ist, glaube ich, auch mein erster japanischer Single Malt, soweit ich weiß. Ich blende euch mal oben die anderen Japaner ein, die ich mal hatte. Ich hatte den von Nikka, den Super, das war ein Blend. Der Hibiki von Suntory war ein Blend. Den Nikka Coffee Malt, das war so eine Mischung aus Single Malt und Grain. Also nee, auf Collemstis wurde der gebrannt. Und dann noch den Grain Whisky, The Cheetah. Der ist, glaube ich, sogar, warte, ich weiß auch von Suntory. Glaube ich. Gut, ich bin gespannt. Halten wir das nächste mal rein. Oh ja. Vanille auf jeden Fall. Ich habe auch Beeren, Himbeeren. Dann ist es so diese Mizunara-Eiche. Das ist so ein schönes Holzaroma, ein bisschen. Also Sandelholz oder auch Süßholz habe ich hier. Karamellig. Blumig, auch sehr blumig, ja. Also wenn ich so in so ein Blumenbeet mit richtig wunderschönen duftenden Blumen so meine Nase reinhalte, so, das habe ich hier. Habe ich auch so eine Birne, also so eine richtige saftige Birne. Ups, kostbarer Tropfen, Klassiko. Ich schütte ihn aus. Die Eiche auf jeden Fall. Aber die unterschiedlichen Eichen. Ich schätze mal, dass das eine Virgin Mizunara ist. Ich habe so eine schöne würzige Note und dieses Sandelholz. Cherry habe ich durch. Meine Sachen, diese Himbeeren. Oder vielleicht so eine leichte Erdbeere. Aber auch das Karamell. Honig habe ich auch, klar. Honig. Vanille. Also, viele sagen Perfektion, japanischen Whisky. Der kommt dem echt nahe. Ich habe auch so eine Orange. So was Nussiges. So was Leichtes. So eine leichte Säure hier. Das ist aber ein bisschen so. Ja, so Salted Caramel habe ich hier noch. Salziges Karamell. Sehr schön. Also, die Aromen sind jetzt nicht so extrem, aber für 43 Volumenprozent wunderschön angenehm, wunderschön harmonisch. Richtig toll. Na dann, Kampai.
Der ist gut. Würze, starke Würze, Eichenwürze. Vanille, Karamell. Ein bisschen Süßholz, so Lakritz. Langer Abgang. So leichte Eichenbitterkeit. Gibt auch so was Nussiges hat. Sogar ein bisschen so was Ledriges. Also die Mizunara-Eiche, die merke ich auf jeden Fall. So ein ganz spezieller Holzton. Geht auf jeden Fall ab in so eine, kommt am Anfang süß, also im Mund ist er süß, cremig. Dann schluckt man ihn runter. Und dann kommt so diese Frucht in Form von noch so einer saftigen Birne. Und geht dann so eine Nussige rein. So einen trockenen Abgang, aber so einen langen Abgang. So einen nussigen, trockenen Abgang. Beim Runterschlucken. Wahnsinn. Karamell, Vanille, Rosinen, Nüsse, Sandelholz, Süßholz, Orange, Birne. Belegt wunderschön den Mund. Also ist sehr, sehr geil und super komponiert, der Whisky. Mund. Füllend, aber edel, harmonisch insgesamt. Schokolade habe ich auch noch, genau, Schokolade. Sehr schön, wirklich. Jetzt habe ich die Himbeeren. Oh. Wow. Dafür schlägt es mir echt fast die Sprache. Ist echt. Hätte ich nicht gedacht, dass der so lecker ist. Und so lang, lang anhaltend im Mund. Ganz lang. Toll. Also, man kann sagen, diese Kombination aus American Oak, French Oak und japanischer Mizunara ist überragend gut. Es kommt also Ex-Bourbon-Fass kommt Vanille, Honig, Karamell und von Sherry habe ich dann so Himbeeren, aber auch Schokolade, was Nussiges. Würde jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht Oloroso Sherry ist, aber gut. Das kann ich nicht genau sagen, klar. Und die Mizunara-Eiche hat dieses so ganz spezielle süßlichen Holzton, Sandelholz, auch vielleicht Süßholz. Der Mund, also das ist jetzt immer noch da, das ist
ein Erlebnis. Also dieser Whisky, ich bin echt froh jetzt, gerade zur Winterzeit finde ich den überragend. Ah, und er wärmt von innen heraus, er wärmt. Richtig, richtig schön wärmt er. Wow. Also bin ich schwer begeistert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja meine besten Herbst-Winter-Whiskys habe ich mal gehabt. Blende ich euch mal ein. Da habe ich, glaube ich, nur schottische Whiskys, aber der gehört da für mich mittlerweile auch mit rein. Also klasse Teil. Bewertung. Dem gebe ich eine 93, eine 1 plus. Also das ist schon krass. Das ist wie ein Erlebnis, das kann man so gar nicht so beschreiben. Also man merkt da wirklich diese Perfektion, die in Japan so herrscht. Das Aroma, dieses Florale, aber diese wunderschöne Kombination, so ein bisschen mild, aber einfach toll komponiert und dann im Geschmack dieses Cremige im Mund allein und dann das Runterschlucken, das ist nochmal so ein Wow-Effekt. Es ist also, muss ich sagen, das ist jetzt, glaube ich, mein zweitbester Welt-Whisky. Ich glaube, mein bester war der Elijah Craig Barrel Proof. Der hat, glaube ich, 94 Punkte, ist auch eine 1 plus. Der ist 1 drunter, der eine 93, aber ist auch für mich eine 1 plus. Eine 1 ist bei mir eine 92. Aber der pendelt sich da auf jeden Fall mit ein und wirklich, also schwer begeistert hätte ich vorher nicht gedacht, weil man gesagt hat, oh Gott, ja, die Japaner, sie zahlen doch nicht so viel Geld für sowas, bin ja nicht verrückt. Ich habe jetzt 80 Euro bezahlt, okay, ja. Also das ist der auf jeden Fall wert. Aber auf jeden Fall. Ja, jetzt 120, zwischen 120 und 200, gut, da bin ich sowieso raus, das ist mir zu krass. Ich meine, der hat ja, ich glaube, ursprünglich hat der mal zwischen 30 und 50 Euro gekostet, also da hätte ich mir, glaube ich, gleich 10 Flaschen kaufen müssen, hätte ich mich da schon für Whisky interessiert. Aber das ist auf jeden Fall mit Abstand mein bester asiatischer Whisky bis jetzt und mein bester Japaner auf jeden Fall. Und von meinen Weltwhiskys kommt der gleich hinter Elijah Craig. Also ein super Teil. Ja, Empfehlung. Wenn ihr ihn für knapp 100 Euro bekommen solltet noch oder vielleicht drunter, so 80, würde ich ihn sogar empfehlen, auch wenn er nur 12 Jahre ist. Aber ich habe den jetzt noch drin, also der wirkt wesentlich älter. Also wenn der 15 Jahre hätte, dann, wenn man mir den blind einschicken würde, ich auch denken, wäre es vielleicht 15 Jahre alt und nicht nur 12 Jahre alt. Aber ich finde auch, das Alter hat damit nicht unbedingt was zu tun. Ich habe ja den Ben Nevis, den 10er, der ist ja auch einer meiner liebsten Herbst-Winter-Whiskys. Den habe ich ja auch im Video gehabt, blende ich euch ein. Und der ist auch überragend gut. Dem habe ich, glaube ich, eine 1- geben oder eine irgend sowas. 1- oder 1 oder sowas. Und der hat 10 Jahre und ist auch ein super toller Whisky. Und der hat 12 Jahre und ja. Wie gesagt, das können auch Nachwuchswhiskys überragend sein, deswegen Alter hin oder her, auch von den Preisen. Gut, solange er richtig geil schmeckt, ist mir das relativ egal, wie alt der Kollege ist. Joa, also von mir, wenn ihr ihn um die 100 Euro bekommt oder noch drunter, so für 80 wäre es natürlich am coolsten, kann ich den echt nur empfehlen. Das ist ein super geiler Whisky. Ab 120 aufwärts würde ich es nicht machen, das ist dann einfach zu krass, also ganz ehrlich. Also für 80 auf jeden Fall eine Empfehlung, den zu kaufen, weil wenn ich mir den Hibiki anschaue, der kostet auch so 66, 70, da ist der auf jeden Fall noch um einiges besser, deshalb würde ich zuschlagen und für 100 Euro knapp kann man ihn auf jeden Fall machen und er schmeckt einfach genial. Ab 120 aufwärts würde ich es nicht mehr machen. Okay, das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, hier auf den Whisky Space Button drücken. Und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal mit euch hier bei Whisky Space. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.